Vielleicht. Oh, die hat einen Hund. Ah, sieht ein bisschen zugig aus da bei ihrem Turm. My Lady? Ja, Matthew? Unten sind zwei Kinder, die euch unbedingt sehen möchten. Kinder? Ein fröhliches Mädchen und ein merkwürdiger Junge. Nun, da es meine Aufgabe ist, mich um die Gäste meines Vaters zu kümmern, kann ich sie, denke ich, empfangen. Euer Vater hat euch bereits erlaubt, eine Hochzeit zu annullieren. Er wird euch gewiss auch gestatten, diesen Kelch an euch vorübergehen zu lassen. Aber mit wem teilt man besser einen Kelch als mit einem fröhlichen Mädchen? Und einem merkwürdigen Jungen. Ach. Wir werden uns schon verstehen. Bringt sie rauf. Oh, ihr seid's. Was? Ich habe euch und eure Eltern schon vom Fenster aus gesehen. Was kann ich für euch tun? Wir sind ehrlich. Du bist ziemlich schüchtern, nicht wahr? Möchtet ihr was zu essen? Aber es ist noch nicht Essenszeit. Wann es hier etwas gibt, bestimme ich. Ich werde Matthew bitten, euch etwas Brot zu bringen. Ja, gerne. Hör erst mal auf, sie anzustarren. Wo ist deine Mutter? Meine Mutter ist tot. Oh, macht dich das nicht traurig? Ich war traurig, aber das ist schon lange her. Mein Bruder Richard kann sich nicht mal mehr an sie erinnern. Wir sehen jetzt mal in die Augen. Meine Mutter ist auch tot. Wann ist sie gestorben? Letzte Woche. Sag etwas Kluges. Wer ist denn dann die Frau bei euch? Das ist meine Mutter. Und wo ist dein Vater? Sind wir ehrlich? Ich hatte nie einen Vater. Woher bist du dann gekommen? Von meiner Mutter? Alles, was jung ist, kommt aus den Müttern. Was haben denn die Väter damit zu tun? Tja, das weißt du noch nicht. Du solltest mal ein Wort mit deiner Mutter reden. Kommt, ich will euch etwas zeigen. Oh, das ist der Blick. Seid ihr jemals so hoch oben gewesen? Nein. Oh, toll. Das ist ein schöner Zeichenstil, ich mag das. Das sieht echt schick aus, also irgendwie niedlich. Aber auch schön hier du mit den... Du gehst bestimmt jeden Tag hier rauf. Mit den Schießscharten nenne ich es jetzt mal. Früher ja, aber in letzter Zeit nicht mehr so oft. Warum nicht? Wir sind dabei, uns schlimme Feinde zu machen. Oho. Wenn unser erster Angriff fehlschlägt, könnten sie unsere Burg belagern. Dann werde ich viel Zeit hier oben verbringen müssen. Dieser Anblick wäre eine Zeit lang das Einzige, was ich hätte. Er soll etwas Besonderes bleiben. Schlau. Aber uns zeigst du ihn trotzdem. Weil sie nett ist. Ich glaub nicht, dass mich das hier je langweilen könnte. Kommt, lasst uns wieder runtergehen. Matthew wird euch zu euren Eltern bringen. Können wir noch etwas machen? Die Prinzessin hat mir gesagt, dass der Graf einen Angriff erwartet. Wie war's? Das wäre doch was für Tom. Oh. Sie war so hübsch. Meinst du nicht auch, Jack? Mhm. Dann gehen wir doch mit der Information mal zu Tom. Würde ich sagen, wenn er noch hier ist. Wo ist er denn jetzt? Hier ist er nicht, oder? Doch, da ist er. Was ist, Junge? Dem Angriff. Lady Aliena erwartet einen Angriff. Vielleicht hilft das. Ein Angriff? Also bereitet sich der Graf doch auf einen Kampf vor. Na, er sagt ja einreißen. Das ist gut zu wissen, Jack. Sag mal, warum hilfst du mir nicht, Schäden zu finden? Der Graf wird nicht gern in den Kampf ziehen, wenn seine Burg in schlechtem Zustand ist. Das stimmt allerdings. Du kannst Burgen bauen? Entschuldigung. Wenn ich das Geld und die Leute hab? Ja? Vielleicht zeige ich dir eines Tages, wie das geht. Mhm. Das wäre sehr nett.
Dann gehen wir mal. Und wir müssen ja jetzt hier den Wehrgang hinauf und dann müssen wir mal gucken, ob es hier irgendwas zu sehen gibt. Ja, hier ist ein Ritter. Er hat Haare wie ich. Hat er auch in einem Wald gelebt? Reden wir mal mit ihm. Wir sehen zum Beispiel schon, dass es hier beschädigt ist, leicht. Was willst du, Junge? Ja, was will ich eigentlich? Willst du einfach nur rumstehen und glotzen? Na, von mir aus. Dann zeig mal, was du kannst. Sehr niedlich. Bist du ein Ritter? Klappe. Reden gilt nicht. Dann blinzeln wir. Ah, ich dachte, ein Rotschopf wie du muss ein Draufgänger sein. Mein Fehler. Ein andermal vielleicht. Prost, Junge. Okay, das war ein Fehler. Können wir es nochmal probieren? Das werden wir gleich sehen. Wir probieren es nochmal. Wir fragen es nochmal. Bist du ein Ritter? Na klar, was denn sonst? Wenn ich bloß zum Brotbacken da wäre, hätte ich mein Leben umsonst riskiert. Ich sag dir, Junge, such dir eine Arbeit, die sich lohnt. Keine, wo du dir jedes Mal ein neues Pferd kaufen musst, wenn dir einer den Arsch versohlt. Ein Ritter zu sein ist teuer. Vor allem, wenn man auch noch ein Säufer ist. Aber er ist ehrlich. Verdammt, hätte ich's doch vorher gewusst. Wirst du bald kämpfen? Wirst du bald kämpfen? Warum fragst du? Na gut, ich will dir was verraten. Kannst du ein Geheimnis bewahren? Natürlich. Welche Farbe hat deine Kacke, Junge? Sehr gut. Sieht so aus, als könntest du doch den Mund halten. Willst du wirklich wissen, was hier vor sich geht? Sag einfach die Worte: Was ist dein finsteres Geheimnis, Catface? Was ist dein finsteres Geheimnis, Catface? Wohlgesprochen, mein Junge. Denn mein Geheimnis ist wahrlich finster. Das ist ja witzig. All die Männer hier bereiten sich nämlich auf etwas vor. Es ist für eine Sache, die man Treue nennt. Du musst wissen, dass diese Ritter einem Mann treu sind. Und der ist einem anderen treu. Und der ist dann noch jemand anderem treu. Einer Frau. Der rechtmäßigen Königin von England. Für manche geht's bei Treue nur um Geld, Gunst und Macht. Aber für mich geht es um Vertrauen. Darum, wem ich für eine gerechte Sache bis in die Hölle folgen würde. Erhobenen Hauptes gemeinsam in die Hölle gehen. Das ist es, was die Welt zusammenhält, mein Junge. Okay. Sehr poetische Einstellung, ne? So, hast du mein kleines Geheimnis jetzt verstanden? Gut. Ich schon. Brauchst du ein Steinmetz? Ich? Naja, diese Zinnen könnten einen neuen Stein oder zwei gebrauchen. Ah. Aber davon abgesehen, ich verstehe nichts vom Bauen. Und ich will es auch nicht. Alles, was ich brauche, ist eine feste Mauer und etwas heißen Teer, um meine Feinde warm zu halten. Ja, das erinnert mies. Mich an eine Geschichte. Willst du eine Geschichte hören, mein Junge? Natürlich. Na, damals in meiner Glanzzeit war ich auch ein ziemlich gerissener. Das ging schnell. Einmal belagerten ich und meine Männer eine Burg. In der ersten Nacht wartete ich, bis alle schliefen. Dann nahm ich meine Brechstange und schwamm durch den Graben zum Wall. An einer Stelle war der Mörtel zwischen den Steinen herausgebrochen und man konnte hindurchsehen. Also, was habe ich gemacht? Richtig, ich habe mit meiner Brechstange ein Loch in die Mauer gestemmt und bin hindurchgeschlüpft. Anschließend musste ich sie dort treffen, wo es wirklich wehtut. Und das sind nicht immer die Eier. In diesem Fall war es ihr alter Brunnen. Ein ziemlich marodes Ding. Ein Tritt. Und die Steine fielen und verstopften den Schacht. Und von da an hatten sie kein Wasser mehr. Die kürzeste Belagerung in der Geschichte der Belagerung. Und nicht ein Trottel musste sterben. Das ist und schlau. Und das alles, weil ich mir die Mauer genau angesehen und den Brunnen zerstört hatte. Ich dachte, Ritter kämpfen nur. Ja, ein echter Ritter macht so einiges, mein Junge. Wie hast du die Belagerung beendet? Ich habe nach einer Mauer ohne Mörtel gesucht.
und dann habe ich ihren maroden Brunnen eingetreten. Das war's. Ja, und das sieht hier alles ähnlich aus. Der Brunnen, ein seltsamer Junge. Der Brunnen ist marode. Die Mauer hat auch schon bessere Tage erlebt. Also von daher, ich kann das schon verstehen. Wir gehen wieder runter. So, und dann schauen wir uns nochmal hier den Brunnen genau an. Hier holen Städte ihr Wasser. Ich wette, Tom könnte sowas auch bauen. Wir gucken nochmal hier rein. Sagt unsere Mutter noch was? Nein, sagt sie nicht. So. Dann auf zu Tom. Dem wir jetzt diese Informationen mitgeben, dass hier noch einiges verbessert werden müsste. Vor allem diese Belagerungsinformation vom Ritter, die ist natürlich sehr wertvoll. Was? Ach so, vielleicht gehen wir mit der Information mal hoch. Der Graf ist beschäftigt, Junge. Dann reden wir zuerst mit Matthew. Oder haben wir noch irgendwas Neues? Nein, hier ist nichts Neues. Dann reden wir mit Matthew. Ich sehe, du versuchst, Teil des Mobiliars zu werden. Vielleicht. Such dir eine Ecke und verschönere sie mit deiner Gegenwart. Das finde ich nicht nett. Das würde uns alle sehr, sehr glücklich machen. Reden wir mal mit dem jungen Ritter. Mal sehen, ob da was bei rumkommt. Ich sag's nicht nochmal. Geh spielen! Dann gehen wir erstmal zu den Rittern draußen. Wir haben doch jetzt was zu essen gemobst. Komm schon, bring uns was Leckeres. Der Bergfried ist direkt durch das Tor die Brücke hinauf. Du willst doch ein Ritter werden, oder? Ja, ich war zu doof. Na komm. Nee, halten, klicken. Point and click. Das habe ich im Bergfried gefunden. Bringt ihr mir jetzt bei, wie man ein Ritter ist? Scheiße. Oh nein. Kacke. Verdammte Kacke. Du kannst doch nicht einfach den Grafen beklauen. Ich wusste es. Das war doch nur ein Scherz, Bursche. Ein Scherz. Das habt ihr nicht gesagt. Weg. Schnell. Tun wir so, als ob wir ihn nicht bemerken. Ach, verdammt. Achievement unlocked. Wannable Knight. Junge, tu uns allen Gefallen und bleib so klein. Es gibt hier schon genug ausgewachsene Bastarde auf dieser Welt. Da ist ein Riss in der Mauer. Man weiß gar nicht, in wen man sein Schwert zuerst reinstecken soll. Ob jetzt irgendwas an dem Haus geht? Ich bin gerade ein wenig überfragt, wie es jetzt hier weitergeht. Weil Tom können wir nichts sagen, außer sie wollen dich hier nicht haben. Das ist ja aber nicht das, was ich denke, was wir ihm sagen wollen. Wir gehen aber zu dem Arbeiten. Achso, den können wir ja gar nicht. So, reden wir nochmal mit unserer Mutter. Hast du Tom gefunden? Er sucht noch immer nach Arbeit. Er sucht immer noch nach Arbeit. Dann solltest du zu ihm gehen und schauen, ob er Erfolg hat. Was, wenn er scheitert? Tom ist ein hartnäckiger und stolzer Mann. Was auch immer geschieht, du wirst dabei etwas lernen. Jetzt macht's einen Kreis. Ich wünschte, ich wäre wie sie. Mehr gibt's hier nicht. Ist das eine Burg? Dann gehen wir jetzt nochmal zu Tom und beenden das Gespräch. Von wegen, sie wollen dich hier nicht. Aber das ist doch Quatsch. Ich meine, hier ist die Mauer kaputt. Hier ist alles irgendwie kaputt. Also zumindest, also noch nicht so schlimm wie in der Priorei, also in der Kirche. Sie wollen dich nicht haben, oder? Nur weil die Arbeit einem nicht in den Schoß fällt, heißt das nicht, dass es keine gibt. Ich sehe mich noch ein bisschen um. Sag deiner Mutter, sie soll sich noch gedulden. Wonach suchst du? Nach etwas, das den Grafen überzeugen könnte, mich anzustellen. Es könnte etwas Kleines sein, wie ausgewaschene Mörtel oder lockere Säule. Manchmal braucht man erst ein Problem, wenn man schon die Lösung hat. Aber wir haben doch eine Lösung. Ja, Tom braucht Arbeit. Ausschau halten, ob man das reparieren kann. Ja, das haben wir doch schon. Ich meine, ich sehe hier doch direkt was. Jetzt können wir es erst benutzen, okay. Das ist wie die Geschichte.
Eine der Wände sieht brüchig aus. Dann auf zu Tom. Sprechen wir ihn dir. Das ist schön, dass man ihn dann direkt darauf ansprechen kann. Da hinten ist eine brüchige Mauer. Wenn das wahr ist, dann hast du ein sehr scharfes Auge. Schau mal, ob du noch mehr Schäden findest. Noch mehr Schäden. Tom braucht Arbeit. Ich muss Ausschau halten, ob man hier noch etwas reparieren kann. Der Brunnen. Der Brunnen. Und damit wäre die Geschichte ja auch perfekt. Gehen wir mal hier zurück und gehen mal zum Brunnen. Geht das jetzt? Weil der ist doch auch defekt. Der Brunnen ist baufällig. Sehr schön. Entschuldigung. Hier geht nichts. Dann gehen wir hier hoch auf den Wehrgang. Burgfried, Wehrgang. Wo ist er denn? Ach so. So, dann laufen wir erstmal hier lang. Ja, wie gesagt, ich wollte mal wissen, wie eure Meinung zu dem Spiel ist. Ich hatte es vorhin kurz angerissen, aber dann ist wieder Dialog dazwischen gekommen. Was haltet ihr generell von der Art von Spielen? Und vor allem, wie findet ihr es als Let's Play überhaupt umzusetzen? Ich bin da ehrlich gesagt sehr gespannt. Ihr wisst ja, dass ich noch nicht so lange hier in dem ganzen Business dabei bin. Die Befestigung und der Brunnen könnten verbessert werden. Na, dann nehmen wir das doch mit. Also wie gesagt, gebt mir bitte eure Meinung. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ach, da sind wir schon. Ja. So, Tom. Dann. Erzähle Tom von den Schwachstellen. Das machen wir. Einige Zinnen sind platt. Das habe ich auch schon bemerkt. Sonst noch was? Der Brunnen sieht kaputt aus. Ja? Sehr gut, Jack. Den will der Graf mit Sicherheit repariert haben. Das sollte fürs Erste genügen. Aber bleib wachsam. Da sind wir schon mal besser als dein eigener Sohn. Du hast gute Arbeit geleistet, mein Sohn. Oh. Und jetzt komm mit. Wollen wir doch mal sehen, ob's reicht. Dann gehen wir mal hoch zum Grafen. Ich würde euch ja gerne nehmen, aber wir können euch nicht gebrauchen. Du hast das nicht zu entscheiden, Matthew. Ich hoffe nur, ihr rechnet nicht bald mit einem Angriff. Oh doch, so schaut's wohl aus. Warum sagt ihr das? Eure Verteidigungsanlagen sind in schlechtem Zustand. Drückt euch gefälligst etwas deutlicher aus. Was? Aus den Mauern des Torhauses bröckelt vielerorts der Mörtel heraus. Das sind prächtige Ansatzstellen für eine Brechstange. Hat der Feind erstmal ein, zwei Steine herausgelöst, fällt die Mauer schnell. Ja, und das wissen wir ja auch. Entschuldigung. Die Burg hat ein Kellergewölbe mit einer Holztür. Wenn ich sie angreifen wollte, würde ich durch diese Tür brechen und ein Feuer im Lager legen. Und wenn ihr der Graf wärt, was würdet ihr dagegen tun? Ich würde einen Haufen behauener Steine bereithalten und einen Vorrat an Sand und Kalk für den Mörtel. Und einen Steinmetz, der diesen Durchgang im Notfall zumauern könnte. Ah. Matthew, auf ein Wort. Oh, vielleicht haben wir doch Arbeit. Jetzt hier beim Grafen. Das wäre doch großartig. So, wir können bleiben. Fürs Erste. Woo! Ihr könnt euch übrigens bei Jack bedanken. Ja. Er hat mir heute sehr geholfen. Im Vergleich zu dir, Alfred. Das, was du eigentlich tun solltest. Er hat Augen und Ohren offen gehalten und mir damit geholfen, ich glaube, Alfred wird uns noch sehr missgünstig. Und jetzt packt eure Sachen und folgt mir. Es ist Zeit, dass ihr ein Dach über den Kopf kriegt. Gestimmt sein, und denke so ich. Und so fand Tom Bilder schließlich Arbeit. Schon. Damals ahnten wir nicht, dass all dies nicht von Dauer sein würde. Schade. Das war schon Kapitel 3. Und es gab ein Achievement wieder, Lone Wolf. Die Säulen der Erde aus der Asche, Kapitel 3, die Verschwörung, was du getan hast. Dein Strohritter hat Martha Mut gemacht. Du und deine neue Familie haben Earl's Castle erreicht. Du hast nichts gegen Alfreds Hunger getan, das wird er dir nachtragen. Ach, ich hätte ihm das Essen geben können. Ach, verdammt, ich Trottel. Mist, ach, das ist eh ein Arsch. Du hast Sir Catfaces Vertrauen gewonnen und sein Geheimnis erfahren. Du hast all jener von Jacks Vater erzählt. Du hast eine Geflügelkeule für die Ritter gestohlen. Du hast William Hamleys Brief an Lady Aliena gefunden. Du hast Tom geholfen, Arbeit in Earl's Castle zu finden.
Dann kommt jetzt wahrscheinlich auch schon Kapitel 4. Ja, Kapitel 4. Der Prior von Kingsbridge. Kingsbridge, später am selben Tag. Ah, gut, wir sind dass wieder du deinen Philipp. Bruder nach St. John geschickt hast, um deiner Gemeinde von der Nominierung zu berichten. Ach! Wenn du selbst stimmt, gegangen Rückweg. Wärst, hätten sie dich vielleicht nicht mehr fortgelassen. Jetzt passt das auch mit der Zeitlinie wieder. Es kann durchaus sein, dass ich nach der heutigen Wahl nach St. John zurückgehe. Warum so pessimistisch? Viele der Brüder wollen immer noch, dass Remigius Prior wird. Philipp. Ja? Es gab einen Vorfall mit einem unserer Novizen. Oh oh. Was für einen Vorfall? Ach. Remigius hat ihn mit dem Rohrstock gezüchtigt. Er hat den ganzen Leib geblutet. Ach du Scheiße. Er konnte kaum stehen. Aber das, er richtete weil wir sich ihn verraten auf haben. Und ging. Weil wir ihn verraten haben. Wir riefen seinen Namen. Er ging einfach weiter. Er hat sich nicht ein einziges Mal umgedreht oh, oh. und zurückgeschaut. Er ist fortgelaufen? Er ist nicht der Erste. Und es war auch nicht das erste Mal, dass Bruder Markus bestraft wurde. Ach so? Bruder Markus? Ja, er hat meine Schlüssel gestohlen und Vorräte. Oh, Entschuldigung. Du hast ihn doch Remigius gemeldet, nicht wahr? Ja, hatten das wir. Stimmt. Aber er ist doch fast noch ein Kind. Remigius geht wirklich zu Ah, weit. Dann war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir ihn gemeldet haben. Damit die anderen das auch Letztes sehen, dass... Letztes Jahr hat er einen Novizen geschlagen. Der Arme ist seitdem auf einem Ohr taub. Ei. Dann sollten wir das Amt hier übernehmen. Sag mir, Philipp. Das Prior. Was wirst du als erstes tun, wenn du gewählt bist? Müssen wir das entscheiden? Wir werden die Kathedrale instand setzen, wir werden ein Skriptorium bauen, wir müssen Selbstversorger, wir dürfen uns... Selbstversorger. Finde ich, klingt erstmal gut. Wir müssen Selbstversorger werden und unsere Schulden begleichen. Ja, das stimmt. Es wird Jahre harte Arbeit erfordern. Ja. Du wirst so weitermachen, wie du es immer getan hast, Melius. Und wir werden die anderen Brüder lehren, ebenso zu handeln. Dann müssen wir die bloß noch überzeugen. Ihr könnt hier nicht herein. Was war das? Oh oh. Oh oh. Wer sind diese Leute? Da war er wieder, der Kantor. Kantor G. Hey, geht beiseite. Oh oh oh. Beiseite, sagte ich. Was steht da draußen ein? Was vor ist hier sich? Los? Soldaten? Gibt es wieder einen Krieg? Ah, verdammt. Philipp, es ist Francis. Sie haben Francis. Was? Francis. Unser Bruder. Ah, ich wollte jetzt eigentlich eine Aufnahmepause machen und die muss ich auch machen. Es ist nämlich Zeit für mich. Dann machen wir hier, setzen wir hier an beim nächsten Mal nach der Aufnahmepause. Jetzt wird es langsam spannend, hier kommt Fahrt auf. Ich bin echt gespannt, wie es hier weitergeht. Dann sage ich mal vielen Dank und wir sehen uns nach der Aufnahmepause wieder. Bis dann. Ciao.